Oh. Das ist nicht mal zeitlich begrenzt, scheinbar. Denn damit hätten ja auch alle Gegenstände hier, die es zu finden gibt. Jetzt müssen wir nur noch zum Boss kommen. Ein sehr cooler Boss, wie ich finde. Man hat ja schon gesehen, wer es ist. Und hier ist ein Fahrstuhl, der wird mich gleich zu dem Boss auch führen. Aber erstmal muss ich ihn betätigen können. Ist ja auch zum ersten Mal meines Wissens, dass der Endgegner aus zwei Bossen besteht. Komm, stirb einfach. Den muss ich auch noch aufbomben. Großes Rätsel. Wie geht's hier noch weiter? Ja, wenn man keine Bomben hat, dann ist das ein Problem. Ist mir, glaube ich, sogar mal passiert schon. Aber dann hatten wir ja noch Krabbelminen zum Glück. Muss halt ein bisschen zielen und ein bisschen zur Seite gehen, dann klappt das irgendwie. Komm, lass mich doch in Ruhe. Denkst du, ich hab Angst vor dir? Als Kind in... Wo war das? Yabu Yabu Bauch und noch früher hat er mich gestellt bei Dodongos Höhle. Habe ich jetzt keine Angst vor dem. So weit kommt's noch. Ja, das ging ganz schnell und gut und jetzt sind wir schon hier. Durch diese Töpfe regen mich auf. Einfach nur die Sonne zum Strahlen bringen. Die grinst irgendwie tückisch, finde ich. Als ob die wüsste, der geht jetzt zum Endboss. Haha. Der lebt nicht mehr lange. So, da müssen wir auch noch reinkommen erst. Am besten mit Licht. Kobra oder was es ist. Ist doch bestimmt eine Kobra. Irgendwas Bekanntes auf jeden Fall. Und da sind wir schon. Ist jetzt aber noch so ein Vorendgegner. Sieht so aus, als hätten wir einen ordentlichen Fang gemacht. Cool. Sieht ganz so aus, Kotake. Wie außergewöhnlich, dass sich jemand so tief in unseren Tempel hineintraut. Wir sollten ihm eine ordentliche Lektion erteilen. Oh, treue Wasser. Der sieht aber richtig böse aus. Zerstöre diesen Eindringling. Jo, versuch mal. Ohne Waffe. Fällt mir auch gerade auf. Schnips. Jo, so geht's natürlich. Der ist ja schon am Ausrasten, der Typ. Der ist aber nicht gerade stärker als die anderen. Oder doch? Scheinbar doch. Sollte mich an diese Taktik halten, erst schlagen lassen und dann selber schlagen. War schon immer eine gute Idee bei Zelda. Dann ist das Ganze kein Problem. Der verliert nicht nur seine Rüstung, weil er dann, wenn es dann doch soweit ist, ganz am Ende ist. So nämlich. Und da sehen wir, es war gar kein Eisenprinz, kein Echter, sondern Naboru, die 7 Jahre lang gefangen war. Wo bin ich? Grimmel, sieht aus, als hätte sie sich befreien können, Grimmel. Sie ist noch jung, genießt aber großen Respekt unter den Gerudo-Kriegerin Kotage. Vielleicht sollten wir sie etwas länger zum Dienste des mächtigen Ganondorf festklappen. Wir sollten ihr Gehirn einer neuen Behandlung unterziehen. Oh, bald hätten sie mich erwischt. Na, Link steht dumm daneben, macht nichts. Egal. Ich würde mir gerne so eine Axt schnappen, dann hätte es jetzt ein bisschen einfacher, aber geht leider nicht. Bei Windwecker ging mir das bestimmt. So. Einfach mal hoch. Oh Mist. Mist. Ich muss doch klettern.
Weil ich so einen blöden Winkel hatte. Digga, auf zum Endgegner. Sieh dir diesen Dummkopf an. Er kam freiwillig als Opfer für den Mächtigen Ganondorf. Ja, das ist so witzig. Besser als Kino. Das ist hier Augenglubscher. Meine Flammen werden ihn bis auf die Knochen verbrennen. Mein Eiszauber wird seine Seele gefriert trocknen. Ja, dann könnt ihr euch ja gegenseitig aufheben. Dann geht's mir wieder gut. Oder? Höllische Hexenarmada, Kieler Oma. Richtige Omas sind das. So. Wer will's erst? Du? Ja, sie. Da darf man halt nicht vergessen, dass man ein Spiegelschild jetzt hat. Und das muss man hier halt nutzen. Die einen reflektieren und die andere damit treffen. Klappt halt nicht immer. Ich glaube, jetzt wechseln sie sich ab. Jetzt kommt erstmal die Feuertüssel dran. Genau. Jawohl. Ich merke gerade, dass ich herzentechnisch gar nicht so gut ausgerüstet bin. Aber das macht nichts. Denn ich werde eh nicht verlieren. Und außerdem habe ich noch Feen, meinst du? Zweimal getroffen. Komm her. Komm. Dreimal. Ich meine, man kann einfach zusammenzählen. Es zählt nicht da rein, wie viele ich jeder einzelne Dreck getroffen habe. Sondern einfach insgesamt. Dreimal insgesamt. Bisher. Und ja. Wollt ihr noch oder habt ihr keinen Bock mehr? Doch, die wollen noch. Oh, das war dumm. Das war dumm. Aber ich bin nicht getroffen. Ach, jetzt haben wir doch keinen Bock mehr. Ging ja schnell. Okay, Kumo, lass es ernst machen. Kotakis und Kumo, sexy Thermo-Hexi. Ja, das ist sehr sexy. Erinnert ein bisschen an Thelma aus Twilight Princess, aber nur ein bisschen. So, und jetzt ist halt auch nicht sehr viel schwerer. Dreimal vom selben. Ins Spiegelschild aufnehmen. Aber bloß nicht dann was anderes nehmen, sonst hat man Pech. Aber das war ganz gut. Ja, mit dem Schlangenschwert wird es so schnell gehen. Egal. Ich mach das jetzt mit dem Masterschwert. So, Feuer. Jetzt will die Feuertasse endlich mal wieder ihre Kosten kommen. Wenn jetzt gleich Eis kommt, muss ich schon schnell in Sicherheit bringen. Das explodiert mein Schild. Ah, aber ich habe irgendwie voll viel Glück. Immer dreimal dasselbe. Die Werbeattacke dürfte echt am meisten hier bringen. Ist auch cool, dass es immer so gut klappt. Und wieder Eis. Schöner Wechsel. Keine große Gefahr. Die machen auch nicht viel mehr. Die greifen nicht an oder so. Die tun immer nur ihre Eisenfeuerspielchen auf mich schicken. Hilfe! Hilfe! Kein Feuer. Hier brennt lieber mal die Flasche hier. Ich brauche Eis. Dankeschön. Tada! Das war's schon. Das war's. Gar nicht immer so schwer. Hat dann immer viel schwieriger in Erinnerung. Ja, als Kind, da war das alles noch ganz anders. Nee, das war kein Problem. Verhext und zugenäht, so ein widerliches Balk. Aber jetzt machen wir ernst, was? Was? Hey, komm, was schwebt denn da über deinem Kopf? Hm? Weiß ich nicht, aber über dir schwebt auch etwas, Kotake. Oh nein, die sind tot. Aber ich bin erst 400 Jahre alt.
Und ich bin erst 380 Jahre. Jeden Zwilling, du machst dich jünger als du bist. Du bist ja völlig senil. Was nennt ihr, wen nennt ihr, weil so eine Schwester, wie Zwilling kannst du älter sein. Hey, die hat so ein Stück. Du undankbar, Wolf. Du bist herzlos. Und du bist undankbar. Ja, ja, ja. Das erinnert ein bisschen aus Majora's Mask. Ich mach dich fertig. Da war ja diese Skelette, die bei dem Königreich dann so gestritten haben, als sie gestorben sind. Es hat immer so Wiedererkennungswert. Oh, mir fehlen nur noch 6 Herzteile meines Wissens. Dann bin ich durch. Auf jeden Fall habe ich jetzt alle Tempel geschafft, die es gibt. Jetzt kommen wir zum Showdown mit Ganondorf. Aber vorher werde ich noch ein paar kleine Sidequests erledigen. Herzteile und so Krams, Eispfeile. Mal gucken. Erstmal jetzt das Amulett abholen. Oh Wunder, wer ist hier bloß der Weise? Kleiner, ich muss dir danken. Hey, sieh mal an, was das hier geworden ist. Ein talentierter Schwertkämpfer. Oh, Briar, ich bin völlig durcheinander. Die beiden alten Weiber haben mich verhext. Ich musste für Ganondorf tun, was er verlangte. Aber bist du nicht überrascht? Jemand wie ich ist letztendlich die Weise der Geister. Ab jetzt kämpfe ich als eine der Weisen gegen das Böse. Nun werden sie für das bezahlen, was sie mir angetan haben. Kleiner. Nein, Sam, der strahlende Wanderer durch die Zeiten. Als Dank dafür, dass du den Fluch vom Geistertempel genommen hast, übergebe ich dir dieses Amulett. Nimm es. Nimm es. Gib her. Juhu. Das Amulett der Geister. Naboru gibt sich als eine der Weisen zu erkennen und überträgt dir ihre Kraft. Du bist wirklich ein tapferer Held geworden. Dir gebührt eine ganz spezielle Anerkennung. Ja, das klingt gut. Was jetzt? Sam, der Auserwählte, endlich. Hi, Rauru. Alle 6 Weisen sind erweckt. Es ist soweit. Der entscheidende Kampf gegen den Großmeister des Bösen soll nun beginnen. Zuvor jedoch sollst du jene treffen, die auf dich wartet. Sie hat deine in der Zitadelle der Zeit. Ja, ich glaube, das mache ich jetzt auch noch kurz, bevor ich die Herzteile alle einsammle. Hier habe ich, glaube ich, jetzt alles erledigt im Wüstenkoloss. Dann muss ich jetzt sowieso hier weg. Zitadelle der Zeit. Ja, da wartet sie. Sie? Wirklich sie? Oh, ich habe auf dich gewartet, Sam. Ey, wieso schick? Ich wollte eigentlich Zelda treffen. Sam, der Auserwählte, du hast unzählige Gefahren bewunden und die 6 Weisen erweckt. Nun wartet deine größte Aufgabe, ein letztes Zusammentreffen mit Ganondorf, dem Großmeister des Bösen. Bevor du aufbrichst, solltest du meinen Worten lauschen. So höre denn die Legende, die sich die Shika über das Triforc erzählen. Oder erzählten, die sind ja wahrscheinlich alle tot. Und wieder sowas. Dann suchst du das Triforc, so höre gut zu. Ja, ich kann wieder nichts drücken, juhu. Es befindet sich im Heiligen Reich. Das ist der Ort, der auf die Wünsche deines Herzens reagiert. Neuigkeiten. Neuigkeiten zuhauf. Ein schwarzes Herz macht es zum Hort des Übels. Ein reines Herz aber verwandelt es in ein Paradies. Jo, geilo. Das Triforc, Symbol der Macht, birgt das Gleichgewicht dreier Kräfte, Weisheit, Mut und Kraft. Mut gehört mir. Sind diese Kräfte ausgeglichen im Herzen des Triforc-Trägers? Hat er die Macht gerecht zu herrschen? Doch ist das Herz nicht im Gleichgewicht, so spaltet sich das Triforc in seine 3 Fragmente.
Nur ein Fragment bleibt ihm. Jenes nämlich, das zu der Kraft gehört, an die er selbst am meisten glaubt. Will er nun alle Macht erhalten, muss er die anderen Fragmente des Trifork finden. Noch zwei vom Schicksal erwählte tragen ihr ein Trifork-Element als Symbol auf ihrem Handrücken. Handrücken. Ja, vorbei. Wunderbar. Herrlich. 7 Jahre zuvor drang Ganondorf in das Heilige Reich ein, dessen Zugang du in der Zitadelle Zeit geöffnet hast. Als seine Hände das Trifork berührten, wurde die Legende wahr. Als das Trifork in 3 Teile zerbrach, gelang es Ganondorf lediglich, das Trifork-Fragment der Kraft zu erringen. Durch die Macht des Trifork-Teils wurden seine teuflischen Kräfte verstärkt. Doch sein Drang, Böses zu tun, ist noch nicht befriedigt. Der ist doch nie zufrieden. Daher sucht er nun die, die ausgewählt wurden, Träger der anderen Trifork-Elemente zu sein. Der Auserwählte mit dem Symbol des Mutes bist du, Sam. Überraschung. Das Symbol der Weisheit. Trägt der 7. Weise, dessen Bestimmung es ist, zum Meister aller zu werden. Oh, wer ist das bloß? Sheik. Hallo, Meister aller Meister. Oh nein, es ist Zelda. War nur die ganze Zeit getarnt, Sheik. Gibt's ja gar nicht. Ihr wolltet nur mal ein Mann sein und im Stehen pinkeln können. Ich bin es, Zelda, Prinzessin von Hyrule. Ich bin jetzt groß. Verzeiht, dass ich es stets in dieser Verkleidung aufgesucht habe, doch es war nötig, da ich mich vor Ganondorf verstecken musste. Heute vor genau 7 Jahren suchte Ganondorf mit seiner Horde wilder Kriegerin Hyrule heim. Ich habe dich gesehen, als ich mit Impa zusammen aus dem Schloss floh. Guten alten Zeiten. Kleiner Wicht. Hatte ich da echt schon das... Ach ja, hatte ich tatsächlich. Ich dachte schon beinahe, es wäre ein Fehler, weil ich da nicht das Dekoschild, den Dekoschild an hatte. Ich fühlte, dass du derjenige bist, der die Arena haben soll. Ich wusste, dass es unsere beste und einzige Chance war. Ja, das ist eigentlich auch so gewesen, ne? Solange du die Ocarina in deinen Händen hältst, so dachte ich, wäre es Ganondorf nicht möglich, das Heilige Reich zu betreten, aber... Etwas, was ich nie erwartet hätte, ist geschehen. Als du das Tor zur Zeit betreten... Betreten hast, wandte dich das Heilige Schwert... Das Schwert 7 Jahre im Heiligen Reich. Lesen ist schwer. Oh, meine Brust. Dein Geist ruht im Vakuum der Zeit, das Trifork für Ganondorf. Blutige Hände, die Unheil über das Heilige Reich brachten. Ganondorf verlor mehr und mehr sein menschliches Antlitz. Er wurde zum Großmeister des Bösen, dem Boten des Todes. In allen Jahren gelang es mir, mich als Sheikah zu tarnen und zu meinem Schicksal zu entgehen. Ich wartete 7 Jahre. Doch du kamst und kamst nicht, doch jetzt bist du da. Oh ja. Doch nun endlich bist du zurückgekehrt. Die Herrschaft des Terrors soll jetzt ihr Ende finden. Die Tage des Bösen sind gezählt. 7 mal 365, egal. Die 6 Weisen werden neue Siege schaffen und Ganondorf für immer in die Tiefen der Hölle verbannen. Ist dies vollbracht, werde ich das Tor zum Heiligen Reich auf ewig verschließen. Auf diese Weise wird Ganondorf und mit ihm alles Böse für alle Zeit aus Hyrule verschwinden. Sam, um dies Vorhaben mit Erfolg zu krönen, musst du mich schützen. Bis der Plan vollbracht ist. Nimm nun die Waffe an dich, die Kraft des Bösen mit ins schwarze Herz trifft. Die heiligen Pfeile des Lichts. Ja, die gibt's auch in fast jedem Zelda-Spiel. Cool, dat. Wobei man sie ja in Twilight Princess und Wind Waker gar nicht mal selbst abschießen kann. Oder in Wind Waker ging's dann? Auf jeden Fall hat Zelda mal gerne auch geschossen. So. Fehlen nur noch die Eispfeile. Oh, was ist los? Das Erdbeben der Liebe. Nein, doch nicht. Dieses Beben, was geschieht hier? Das darf nicht sein. Oh, Nose.
Prinzessin Zelda, endlich habe ich dich. Ich bin beeindruckt, dass es dir gelungen ist, mir 7 Jahre lang zu entkommen. Endlich gibst du dich zu erkennen. Ich wusste, dass ich nur dem Jungen zu folgen brauchte, um dich zu finden. Mein einziger Fehler war, die Kräfte des Jungen zu unterschätzen. Schon witzig, kaum gibt es sie zu erkennen, schon hat er so, so schnell. Nein, es war nicht so eine Kraft, die ich unterschätzte. Es waren die Kräfte des Triforks im Mut. Doch mit dem Ember-Element, das er besitzt, und dem Trifork, der weiß ja, dass in deinen Händen ruht, schließt sich der Kreis. Mit allen 3 Elementen werde ich zum Herrscher dieser Welt. Nie wirst du Zelda retten. Wagst du es, mein Schloss zu betreten, vernichte ich auch dich. Oh, hahaha, was für ein Saftsack. Oh no, oh no. Ja, Vane. Gut, ich hole jetzt Eispfeile und Krams. Und die Flasche, die 4. fehlt mir hier auch noch. Ansonsten müsste ich so ziemlich alles haben. Cool. 51, ich hole mir also auch mein Herzteil im Skulpturlaus. Cool. Also bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sam. Ciao, ciao.